Willkommen in die Reparaturzeit. Heute werden wir uns die besten Kernbohrgeräte ansehen. Die WEWOR BRM35 Kernbohrmaschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug für präzises Bohren, das vor allem in der Metallbearbeitung und im Stahlbau zum Einsatz kommt. Mit einer Bohrkapazität von bis zu 35 mm Durchmesser und einer maximalen Bohrtiefe von 50 mm ist diese Maschine optimal für anspruchsvolle Projekte geeignet. Ein integriertes Kühlsystem sorgt für den Schutz des Werkzeugs, während der starke Elektromagnet von 10.000 Newton für festen Halt und Präzision sorgt, auch bei schwierigen Bohrungen. Die Maschine arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von 680 Umdrehungen pro Minute und ist mit einem 980 Watt Motor ausgestattet, der genügend Leistung für diverse Aufgaben bietet. Ein Nachteil des Geräts ist, dass es nur mit Hohlbohrern verwendet werden kann. Zudem kann der Hubweg von 125 mm für bestimmte Aufgaben einschränkend wirken. Das Gerät könnte für unerfahrene Nutzer aufgrund seines Gewichts und der Handhabungskomplexität herausfordernd sein. Insgesamt ist dieses Modell eine robuste und zuverlässige Wahl für alle, die präzise Kernbohrungen in härtesten Materialien durchführen müssen. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in industriellen Umgebungen wie dem Brücken- oder Schiffbau. Den Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Eibenstock 1500 ist eine Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine, die für anspruchsvolle Installationsarbeiten konzipiert ist. Sie eignet sich hervorragend zum Trockenbohren in Materialien wie Kalk, Sandstein, Mauerwerk und Ziegel bis zu einem Bohrdurchmesser von 82 mm. Die Maschine bietet mit ihrem kraftvollen 1500 Watt Motor eine hohe Leistung und arbeitet mit einer variablen Leerlaufdrehzahl von bis zu 3700 Umdrehungen pro Minute, was präzise Bohrungen ermöglicht. Dank der robusten Bauweise und des ergonomischen Designs ist sie ideal für den Baustelleneinsatz geeignet. Ein Nachteil der Maschine ist, dass sie recht schwer ist, was die Handhabung für längere Zeit ermüdend machen kann. Zudem ist die Anschaffung mit einem relativ hohen Preis verbunden, besonders in der Ausführung mit Zubehör wie Staubabsaugung und Dosensenker. Die Maschine ist jedoch nicht für Nassbohrungen geeignet, was ihre Anwendungsmöglichkeiten einschränkt. Insgesamt bietet dieses Modell eine ausgezeichnete Leistung für professionelle Anwender, die regelmäßige Kernbohrungen durchführen müssen. Sie überzeugt durch ihre Langlebigkeit und den leistungsstarken Motor. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Makita DBM131 ist eine leistungsstarke Nass- und Trocken-Diamantbohrmaschine, die sich ideal für anspruchsvolle Bohrarbeiten in Beton und Naturstein eignet. Ausgestattet mit einem 1700 Watt Motor und einem Zweiganggetriebe kann sie sowohl bei Elektroinstallationen als auch in der Sanitärtechnik verwendet werden. Die Maschine ermöglicht einen maximalen Bohrdurchmesser von 132 mm und bietet eine konstante Drehzahlregelung, die auch unter Last präzise Ergebnisse liefert. Ein Sanftanlauf und ein Überlastschutz bieten zusätzliche Sicherheit und Schutz vor Motorschäden. Ein möglicher Nachteil dieses Geräts ist ihr relativ hohes Gewicht von 6,3 kg, was bei längeren Arbeiten ermüdend sein kann. Zudem gehört sie preislich zu den höherwertigen Maschinen in ihrem Segment, was sie für Gelegenheitsnutzer weniger attraktiv macht. Auch die Notwendigkeit, das Gerät mit speziellen Diamantbohrkronen zu verwenden, könnte für einige Nutzer eine Einschränkung sein. Insgesamt ist dieses Modell eine robuste und leistungsstarke Bohrmaschine für professionelle Anwender, die präzise und anspruchsvolle Bohrungen in verschiedenen Materialien durchführen müssen. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Bosch GDB 180 WE ist eine kraftvolle Diamantbohrmaschine, die für den Hand- und Ständerbetrieb geeignet ist. Mit ihrem 2000 Watt Motor ermöglicht sie Durchbrüche in armiertem Beton bis zu einem Durchmesser von 180 mm. Sie ist sowohl für den Nass- als auch den Trockenbetrieb ausgelegt, was sie vielseitig in verschiedenen Bauprojekten einsetzbar macht. Das Gerät ist mit einem Zweiganggetriebe ausgestattet, das eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 2800 Umdrehungen pro Minute erreicht und somit auch bei härtesten Materialien eine hohe Bohrleistung bietet. Ein möglicher Nachteil der Maschine ist das relativ hohe Gewicht von 10 kg, was längere Arbeiten etwas anstrengend machen kann. Außerdem gehört sie zu den teureren Maschinen in ihrer Klasse, was sie besonders für professionelle Anwender attraktiv macht, aber weniger für Gelegenheitsnutzer.
Insgesamt bietet dieses Modell durch ihre robuste Bauweise und die Ölbadschmierung des Getriebes eine lange Lebensdauer und ist ideal für professionelle Anwendungen im Baugewerbe. Den aktuellen Preis und weitere Details findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Fein KBU35Q ist eine kompakte und leistungsstarke Magnet-Kernbohrmaschine, die sich ideal für Anwendungen auf Baustellen eignet. Sie verfügt über einen 1100 Watt Motor und ermöglicht Kernbohrungen bis zu einem Durchmesser von 35 mm. Dank ihrer robusten Bauweise und der integrierten Tacho-Elektronik bleibt die Drehzahl auch unter Last stabil, was eine hohe Bohrleistung und Genauigkeit gewährleistet. Die Maschine ist sowohl für Rechts- als auch Linkslauf ausgelegt, was sie vielseitig für Kern-, Spiral- und Gewindebohrung einsetzbar macht. Ein Nachteil der Maschine ist ihr relativ hohes Gewicht von 10,6 Kilogramm, was das Arbeiten über längere Zeiträume anstrengend machen kann. Auch der vergleichsweise eingeschränkte Bohrdurchmesser von maximal 35 mm könnte bei größeren Projekten limitierend sein. Zudem ist sie nicht für Nassbohrungen geeignet, was in einigen Anwendungsszenarien eine Einschränkung darstellen könnte. Insgesamt bietet dieses Modell eine ausgezeichnete Leistung für professionelle Anwender, die eine zuverlässige Maschine für anspruchsvolle Kernbohrungen benötigen. Sie überzeugt durch ihre Langlebigkeit, einfache Bedienung und hohe Sicherheit dank Funktionen wie Kippsensor und Magnethalte-Kraftanzeige. Den Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Bosch GDB 350 WE ist eine extrem leistungsstarke Diamantbohrmaschine, die speziell für den ständergeführten Betrieb konzipiert wurde. Mit ihrem kraftvollen 3200 Watt Motor ist sie in der Lage, Kernbohrungen bis zu einem Durchmesser von 350 mm in armiertem Beton durchzuführen. Das Dreiganggetriebe und die hohe Drehmomentabgabe machen sie ideal für schwere industrielle Einsätze. Dank der Ölbadschmierung ist das Getriebe besonders langlebig und robust, was die Lebensdauer des Geräts erheblich erhöht. Diese Maschine ist speziell für Nassbohrungen ausgelegt und kann mit einem passenden Bohrständer verwendet werden, wie dem Bosch GCR 350. Ein Nachteil dieser Bohrmaschine könnte das hohe Gewicht von fast 13 kg sein, was den Transport und die Handhabung etwas erschwert. Außerdem ist sie aufgrund ihres professionellen Anwendungsbereichs und der Leistungsstärke im oberen Preissegment angesiedelt, was sie für gelegentliche Nutzer weniger attraktiv macht. Insgesamt ist dieses Modell eine hervorragende Wahl für professionelle Anwendungen, die Präzision und Langlebigkeit erfordern. Weitere Informationen und den Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Fein KBM50U ist eine leistungsstarke universelle Magnet-Kernbohrmaschine, die sich ideal für den Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten eignet. Mit ihrem kraftvollen 1200 Watt Motor und der Zweigang-Einstellung bietet sie eine hervorragende Stabilität bei der Geschwindigkeit, was die Arbeit mit verschiedenen Materialien effizient macht. Dank der Werkzeugaufnahme nach MK3 Standard und der hohen Magnethaltekraft können Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 50 mm präzise und sicher durchgeführt werden. Zudem ermöglicht die eingebaute Kühlung eine längere Lebensdauer der Bohrer. Allerdings hat das Gerät auch einige Nachteile. Zum einen ist das Gewicht von 14 kg recht hoch, was den Transport erschweren kann. Darüber hinaus könnte der Preis, der sich im höheren Segment bewegt, für kleinere Betriebe eine Herausforderung darstellen. Zudem erfordert die Bedienung Erfahrung, da das Gerät über viele Einstellungsmöglichkeiten verfügt, die sorgfältig genutzt werden müssen. Insgesamt ist dieses Modell eine robuste und vielseitige Maschine, die besonders für Profis in der Metallbearbeitung geeignet sind. Sie kombiniert hohe Leistung mit Benutzerfreundlichkeit, auch wenn der Preis eher im oberen Bereich angesiedelt ist. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!